Herzlich willkommen zu Robotik TV. In der heutigen Ausgabe geht es um den Cobot YL012 von Hyundai Robotics, die Software Robot Programming Suite von Artiminds und den elektrischen Dreifingergreifer 3FG15 von OnRobot. Der Cobot YL012 von Hyundai Robotics verfügt über eine Reichweite von 1300 mm und eine Traglast von 12 kg. Sein Gewicht beträgt 40,5 kg. Aufgrund seines geschwungenen Designs, das Quetsch- oder Kollisionsverletzungen vermeiden soll, hat er 2019 den Red Dot Award gewonnen. Pneumatik und Kabel für Elektrik und Kommunikation konnten in den keine rechten Winkel aufweisenden Armgelenken integriert werden. Der Arbeitsradius beträgt 130 cm bei einem Schwenkbereich von 180 Grad. Wenn Platinen mit bedrahteten Bauteilen bestückt werden sollen, kommt meist das manuelle und aufwendige THT-Verfahren zum Einsatz. Die Softwarelösung von Artiminds Robotics soll Unternehmen dabei unterstützen, für diese anspruchsvolle Aufgabe Roboter einzusetzen. Die Software Robot Programming Suite ermöglicht es, die THT-Bestückung zu automatisieren, indem sie Industrierobotern kraftgesteuerte Prozesse, wie zum Beispiel das kontrollierte Fügen oder Abtasten von Oberflächen, beibringt. Durch die Integration von Greifern, Kamerasystemen und Kraftmomentensensoren lassen sich insbesondere sensoradaptive Anwendungen umsetzen. Über eine grafische Oberfläche programmiert und konfiguriert der Anwender dabei seine Applikation per Drag and Drop. Der elektrische Dreifingergreifer 3FG15 von OnRobot soll eine flexible Alternative zu pneumatisch betriebenen Dreifingergreifern bieten. Mit einer Tragkraft von 15 kg und einer Spannweite von 150 mm kann er Objekte unterschiedlicher Form und Größe flexibel handhaben. Daher eignet er sich auch für die Maschinenbeschickung mit schweren Teilen. Mit seinen drei Fingern kann der Greifer aber auch zylindrische Teile handhaben. Er kann sowohl mit Form als auch mit Kraftschluss greifen. Mit einer Greifkraft von 20 bis 240 Newton zentriert er das gegriffene Werkstück automatisch, was eine genaue Platzierung im Maschinenfutter erlaubt. Außerdem eignet sich der Greifer für Verpackungs- und Palettieraufgaben und ist mit zahlreichen Herstellern kompatibel. Das war's für heute auf Robotik TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Channel, um immer die neuesten Infos rund um die Themen Robotik und Produktion zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!